Moin moin und willkommen zur 9. Folge Big Ambitions. Ich habe leider, oder ich zeichne gerade leider das zweite Mal quasi die 9. Folge auf, denn ich habe komplett verpeilt, dass ich einen neuen Treiber für mein ja, Mikrofon-Interface installiert habe, also das, was das von XLR auf USB umlenkt. Und das Ding war leider nicht mehr in in OBS dann ausgewählt. Dadurch hat die ganze letzte Folge keinen Sound, also zumindest keine Sprache von mir. Was leider ein wenig doof ist, da ich keine Save Games habe nach den Folgen. Das heißt, ihr habt jetzt leider ein bisschen Inhalt verpasst. Versucht das mal zusammenzufassen, was eigentlich letztes Mal passiert ist. Das Wichtigste war eigentlich, dass ich hier andere Ziele hatte, und zwar das Ziel, einen Logistikmanager einzustellen und einen Lieferfahrer einzustellen. Das habe ich auch gemacht. Und ich habe noch ein wenig weiter am Fastfood-Laden gearbeitet. Und da habe ich auch, glaube ich, einen Fehler gemacht. Zumindest habe ich heute nochmal einen YouTube-Kommentar bekommen, wo ich eigentlich gar nicht dran gedacht habe. Und ich versuche einfach mal eben jetzt kurz für beides abzuholen. Einmal Logistik und also Logistikmanager und Lieferfahrer. Wir haben ja mittlerweile ein Hauptquartier. Das müsste eigentlich noch auf der letzten Folge drauf sein. Und das sehen wir hier im Business Manager, hier Hauptquartier 1. Und hier haben wir jetzt diesen Logistikmanager. Und der Logistikmanager ist dann einem Warenhaus zugewiesen. Und dieses Warenhaus kann dann je nach Skill des Logistikmanagers, glaube ich, verschiedene Ziele ansteuern, wo er dann aus dem Lagerhaus die Waren hinliefert. Und wenn man sich jetzt mal hier auf das Ziel dann klickt, dann kann man halt konfigurieren, was denn aus dem Lager in die jeweiligen Ziele gebracht werden soll. Hier habe ich halt einmal meine zwei Unternehmen, den Giftshop, den Geschenkeladen und den Fastfoodladen. Da wir jetzt im Lager weitestgehend Fastfood-Sachen, glaube ich, haben. Ich weiß gar nicht, ob ich mir von hier aus irgendwie den Bestand angucken kann. Da muss ich nochmal eben, warte mal, in Business Manager. Ja, genau, hier habe ich mein Warenhaus. Kann ich, ja, da Inventar, genau. Wir haben hier hauptsächlich diese ganzen Fastfood-Sachen bestellt, denn je nachdem, der Einkäufer, den ich eingestellt habe im Hauptquartier, der kann ja leider nur immer mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, und Seaside International. Damit arbeitet er gerade zusammen, und die haben leider in ihrem Sortiment halt keine Geschenke und sowas. Aus dem Grund haben wir eigentlich im Lager nur eine gewisse Anzahl, und wenn wir da, entweder müsste ich jetzt ständig hin und her switchen zwischen verschiedenen Partnern, oder ich müsste noch irgendwie einen zweiten Einkäufer einstellen. Wenn man dann hinterher etwas größer ist, macht das natürlich alles viel, viel mehr Sinn. So, auf jeden Fall, dieser Logistikmanager kann jetzt sagen, Fastfood, da sollen hin, oder da habe ich immer einen Lagerbestand, der da hin soll. Ach scheiße, genau, das wollte ich mir eigentlich nochmal angucken mit dem Mindestlagerbestand und dem Lagerbestand, auf was sich was bezieht. Ich glaube, es war so, dass im Warenhaus haben wir jetzt hier im Inventar, guck mal, Burger, genau, wir haben 800 Burger im Lager. Und darum kümmert sich ja mein Einkäufer. Das heißt, wenn ich auf den Einkäufer gehe, kann ich sagen, hier, mein Ziellagerbestand sind 800 Burger. Also das heißt, wenn ich weniger im Lager habe, kauft der Einkäufer welche ein. Und das gleiche Prinzip gibt es jetzt auch nochmal bei dem Logistikmanager. Und da sage ich halt, ich möchte, oder hier sehe ich, wie viel ich im Lager habe. Und jetzt könnte ich, glaube ich, sagen, dass ich von den 800 Burgern möchte ich gerne mindestens immer 400 in meinem Fastfoodladen haben. So ist, glaube ich, der Sinn davon. Ich nehme mal hier jeweils 100 weniger, als ich diese Grenze habe, weil dann können wir das direkt mal austesten, ob das funktioniert.
Genau, hier rechts sieht man dann nochmal, wann mir theoretisch dieses Produkt leer laufen würde. Hier tüten schon etwas schneller. Burger 0 Tage, das heißt, das muss ja bedeuten, wir haben jetzt keine Burger am Fastfoodladen, wenn ich das richtig verstehe. So, ich stelle das mal so ein. Dann gehen wir mal hier in den Business Manager, Fastfoodladen, Inventar. Okay, das verstehe ich nicht, weil wir haben hier verdammt viele Burger. 800 Stück. Warum stand denn da jetzt gerade bei dem Logistikmanager ausverkauft in... Hä? Bin ich gerade... Kloppt, da stand doch gerade 0 Tage, oder nicht? Na gut. So sollte zumindest die Logik sein. Und dann hat man noch im Business Manager, im Warenhaus, habe ich hier den Tab Fahrer. Und da habe ich auch einen eingestellt. Normalerweise sah das so aus. Genau, hier oben hat man die Fahrer, hier hat man sein Fahrzeug und dann kann man die Fahrer halt fest diesem Fahrzeug zuweisen. Man kann hier nochmal das Inventar sehen und, ja, und den Laden noch umbenennen. Das war es eigentlich schon viel. Hier gibt es da nichts zu tun. So, und damit sollte jetzt eigentlich ein Fastfood-Laden automatisch versorgt werden. Dann einmal, was ich gemacht habe, was glaube ich sinnlos ist, habe in einem Fastfood-Laden, weil da immer so sehr, sehr lange Schlangen waren an Gästen, an der Kasse, bin ich hingegangen und habe eine dritte Schicht eingerichtet. Das heißt, also unabhängig davon, dass ich jetzt vier Kassen habe, habe ich jetzt quasi drei Kassen gerade in Benutzung. Das Ding ist, oder der Kommentar auf YouTube hat jetzt gesagt, der Laden hat ja eine Kapazität von 30 pro Stunde und eine Kasse hat 20. Das heißt, wenn ich zwei Kassen einsetze, bin ich eigentlich schon über dem Gebäudelimit. Das heißt, eine dritte Kasse einzusetzen, macht überhaupt keinen Sinn. Und ich glaube, oder das klingt für mich logisch, ich bin mir nur nicht sicher, was passiert, wenn es halt sehr, sehr lange Schlangen gibt, weil da einfach, keine Ahnung, 50 Leute im Laden sind und die Leute an der Kasse kriegen die einfach zeitlich nicht geregelt, ob dadurch dann am nächsten Tag eventuell weniger Gäste in den Laden kommen. Das ist so ein bisschen meine Sorge, weswegen ich da eine dritte Kasse eingerichtet habe. Naja, jetzt haben wir auf jeden Fall die Leute eingestellt. Und mein Plan war sowieso, dass ich noch neuen Fastfood-Laden aufmache. Das wäre jetzt die Option, dass wir die dann direkt in den neuen Laden überführen und dass dann der bestehende Laden irgendwann mehr Kohle verdient, weil wir halt weniger Personalkosten haben. Oder Option B, wir ziehen um von dem Laden in einen größeren Laden, der einfach mehr bieten kann. Ich glaube, ich finde es ganz cool, wenn wir noch einen zweiten Laden dazu aufmachen. Genau. Und dafür muss ich einmal so ein bisschen was ansparen, was ich jetzt auf jeden Fall nochmal gucken wollte. Wir haben ja noch zwei Kandidaten. Ein Logistikmanager und ein Fahrer. Okay, da haben wir eigentlich jetzt erstmal genug. Und ich wollte noch einmal mein Auto tanken und reparieren. Autohändler, sondern auch nicht LKW-Garage. Wo ist es denn? Tankstelle. Ja, Fahrzeugreparatur. Ah, hier. Ziel festlegen. Okay. Jo. Soweit jetzt erstmal der Stand. Wir können nochmal eben in die Finanzübersicht schauen. Gestern haben wir. Oder wir machen jetzt hier halt mit dem Warenhaus und dem Hauptquartier mal ein bisschen Minus. Fastfoodladen hat 16k gemacht. Das war schon mal wieder Bombe. Hier hatten wir irgendwie einen schlechten Tag, aber von hier von 14 auf 16 und dann wieder bei 16 gelandet. Geschenkeladen läuft auch. Ja, das heißt, wir haben eigentlich jetzt im Moment einen ganz guten Umsatz. Jetzt muss ich vielleicht noch mal irgendwie ein, zwei Tage ein bisschen was ansparen, weil wir brauchen ja wieder für einen neuen Laden auch neues Inventar. Jetzt fahre ich erstmal eben meine Karre reparieren. Oh, nee. Und dann ja, lassen
lassen. Das muss ein bisschen laufen. Ich muss natürlich nebenbei jetzt noch den Geschenkeladen so ein bisschen im Auge behalten, weil wir da halt keine Sachen halt eingestellt haben. Und ich hatte, was ich noch vergessen hatte, ich wollte auch noch mal schauen, der Logistikmanager, nee Quatsch, der Einkäufer. Ja genau, das steht noch auf einmalig. Ich würde jetzt sagen, das wiederholen wir mal alle 3 Tage. Ist das vom Nachteil, wenn ich sage, probier jeden Tag diese Bestellung zu machen, weil wir haben ja sowieso unseren Mindestbestellwert. Von daher wüsste ich nicht, was dagegen spricht, das auf alle 1 Tage zu setzen. Und solange das Lager halt voll ist, würde er sowieso nicht bestellen. Also ich probiere das mal so aus. Dann würde ich sagen, fahren wir nochmal eben. War schon länger nicht mehr im Park. Aber wie? Da kann ich gar keine Route hin planen. Und planen wir einfach hier das hier als Ziel. Dann würde ich nochmal ein bisschen, weil es einfach das Game jetzt nochmal laufen muss, so ein bisschen einfach hier diesen Parkbonus vielleicht ein bisschen boosten und hinterher vielleicht noch ein bisschen Videogames zocken oder so. Jetzt gar nicht verpasst, das ist halt auch so ein bisschen immer hasseln. Aber ich wollte auf jeden Fall hier mit dem Game mal eine ungeschnittene Serie irgendwie veröffentlichen und dass ihr auch alles mitkriegt, was ich so tue. Und das, ja, könnt ihr auch, wenn es euch nicht interessiert, ja auch im Video nochmal von der einen Stelle in die andere springen. Weg damit. Ja, yeah, er wird schon wieder happy. Also, dann schlafen hier. So, wir haben noch eine neue Benachrichtigung. Ich hatte scheinbar noch eine Kampagne laufen, wie es aussieht. Das heißt, dass ich jetzt wahrscheinlich noch einen dritten Kandidaten habe. Ja, was haben wir denn hier? Noch eine Reinigungskraft. Ah, genau. Ich wollte sowieso noch eine haben. Die würde ich auch direkt mal einstellen. Und dann hatten wir noch hier Leute, die sowieso noch in der Schulung waren. Perfekt. Auch die können wir weiter schulen. Zack. Zack. Ah, der muss hier raus. So, heute eine Runde pennen. So, voller Energie, bisschen hungrig. Würde ich sagen, fahren wir nach Hause und zocken noch eine Runde. Das ist übrigens das neue Ziel von mir. Ich soll jetzt ein Bürogebäude anmieten und eine Anwaltskanzlei aufmachen. Ich habe mir für mich intern so ein bisschen entschieden, dass ich das Ziel erstmal aus den, nee, nicht aus den Augen verliere, aber dass ich das erstmal nicht angehe und noch einen weiteren Fastfood-Laden machen will. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt halt ganz viele verschiedene Businesses aufmache, dass sich das dann weniger lohnt, die Logistikmanager zu haben, die Einkäufer zu haben. Da kann ich besser die doppelte Menge an Fastfood-Sachen einkaufen und dann halt ich fahre schon viel zu weit, zwei Fastfood-Läden betreiben und vielleicht noch einen zweiten Fastfood-Laden irgendwie in einem anderen Stadtteil. Da müsste ich dann mal gucken, ob das mit einem Fahrer funktioniert. Das weiß ich gerade noch gar nicht, aber wir werden sehen. Packen wir mal ein bisschen was. Jetzt kriegen wir an Kohle. 16k steht hier. Wir sind auf 35k hoch. Ich glaube, so viel Energie. Wir können einfach weiterzocken. Nur mal eben schauen, was wir hier noch für heute haben. Was haben wir denn hier? Finanzen. Oh, Finanzamt. Was ist das denn? Die Steuerbescheide für den Zeitraum Tag 1 bis 60 sind verfügbar. Krass. Bitte zahlen Sie den fälligen Betrag bis spätestens Tag 80. Was ist denn der fällige Betrag? Was? Ich soll 108.000 bezahlen?
Ist das der Ernst des Spiels? Habe ich noch keine Steuern und nichts abgedrückt? Wie bezahle ich das denn hier? Meine Kapitalanlage wird immer weniger wert. Lol? Muss ich da hinfahren oder was? Hat er das jetzt hier rausgewählt im Filter? IRS, International Revenue Services. Ja, geisteskrank. Okay, ich kann jetzt natürlich sagen, irgendwie, keine Ahnung. Ich zahle das erst an Tag 78 oder 79. Ich habe nur Angst, dass es irgendwie aus den Augen verliere, aber ich werde da erstmal mal eben hinfahren. Und dann gucken wir mal, ob wir da dann auch irgendwie telefonisch mit denen später sprechen können und vielleicht, ob ich auch sowas wie eine Teilzahlung machen kann. Ja lol, das war mir echt gar nicht bewusst, dass sowas im Game ist. Ja, irgendwie cool auf jeden Fall. Ist auch, sag ich jetzt mal, 108k für 60 Tage. Keine Ahnung, da muss ich jetzt so, sagen wir mal, 7 Tage vielleicht drauf sparen, 5 bis 7 Tage. Ich habe es jetzt nicht durchgerechnet. Ja, macht Sinn. Ist vielleicht auch irgendein Schwierigkeitsgrad schwer, den ich ja spiele. Mehr als man dann irgendwie sonst spielen muss. Vielleicht gibt es das auch gar nicht auf einfach. I don't know, aber ja, witzig auf jeden Fall. Das ist krass. Bin mir jetzt überrascht. So, weil das Finanzamt dann schon auf. Was haben wir hier für ein Prachtgebäude? Meins hätte ich auch gerne. Lol. Hier Flughafen oder was? Ja, guten Tag. Hallo. Steuern, ja, gerne. Bestellung aufgeben. Was macht ihr denn, wenn ich das sage? Unzureichende Geldmittel, ja, okay, man kann das offensichtlich nur voll bezahlen. Abbrechen. Kontakte, Finanzamt auf der Karte. Nö, ich kann die nicht anrufen. Oder sitzt hier noch irgendwo einer mit seinem Telefon oder so? Ne, krass. Ich muss das tatsächlich hier einfach vor Ort machen. Bitte geben Sie mir doch einen telefonischen Kontakt. Schade. Ja gut, dann tschüss. Komme ich irgendwann wieder. Ja, dann würde ich jetzt sagen, gucken wir nochmal eben, was unser Geschenkeladen macht. Inventar. Teure Blumen eventuell in 7 Tagen verkaufen wir da 181. Wir haben 281. Also das reicht alles noch eine Woche aus, so wie ich das da gerade wollte. Von daher, ja, nach Hause und ein bisschen die Tage durchskippen, würde ich sagen. Weil ja, oder mache ich morgen Business auf, weil letztendlich ich investiere Geld, aber ich werde ja mit dem neuen Laden auch Geld verdienen und dann das müsste ich eigentlich hinkriegen mit dem Finanzamt, das später zu machen. Ich muss nur unbedingt dran denken. Ich glaube, ich setze morgen auf ein zweites Business. Beziehungsweise, ja doch, ich habe gerade nochmal überlegt, ob ich irgendwie diesen anderen Laden sozusagen klonen will. Man kann ja noch so Blueprints kaufen, wie der jetzige Laden eingerichtet ist und das dann alles von der Firma machen lassen. Aber ich glaube, ich mache das per Hand, denn ich möchte auch ja einen Laden nehmen, der halt mehr Leute fassen kann als der jetzige Laden. So, ich werde mal eben in meine Bude gehen. Und dann werden wir uns mal den Markt angucken in anderen Stadtteilen. So, kann ich das während des Zockens machen? Jetzt haben wir ein bisschen Mucke. Und dann schauen wir mal unter Market Insider. Wir wollen. So, da ist jetzt erstmal die Frage, in welchen Stadtteil wollen wir? Da wir das so ein bisschen selbst einrichten.
würde ich sagen, wir nehmen entweder den Stadtteil, also wir sind ja hier ganz unten rechts. Leider kann ich nicht weiter rauszoomen, aber dass wir einen von den Stadtteilen nehmen, die neben uns sind. Wir sind ja in dem hier, Government District, und ich vermute, Hell's Kitchen und Lower Manhattan ist nicht daneben. Das heißt, entweder Hell's Kitchen oder Murray Hill. Das wäre der Laden hier. Einer von den beiden Läden, der soll es werden. Okay, das heißt, wir gehen in den Market Insider. Wir gucken erstmal in Hell's Kitchen und sortieren nach Nachfrage. Hier haben wir oben Smartwatches und sowas. Theoretisch könnte man einen Elektronikladen aufmachen, da hat man zumindest teilweise die gleichen Produkte. Aber ich hatte ja gesagt, ich will Fast Food machen. Das wäre auf jeden Fall nicht so ein guter Laden dafür. Murray Hill war das, ne? Ja. Hier. Scheiße, hier hätten wir auch wieder die Geschenke. Echt? Ich will eigentlich Fast Food. Wenn wir am anderen Stadtteil nehmen. Hier ist zumindest Pizza so halbwegs im Rennen. Donuts, die sind überall sehr hoch. Auch hier. Die sind einfach in jedem Stadtteil krank hoch. Ist denn ein Donutshop nochmal eine eigene Art von Geschäft oder läuft das unter Schnellrestaurant? Ne, hier sind keine Donuts dabei. Ist das unter Kaffee oder was? Ja. Wie wäre es denn, wenn ich einen Kaffee nehme, anstatt einen Burgerladen? Dann hätten wir was anderes und ich kann vermutlich trotzdem über Seaside International die Sachen bestellen. Ich kann Croissants bestellen, ich kann Donuts bestellen. Perfekt, okay. That's it. Wir machen Kaffee. Dann haben wir was Neues und wir können das Lager mit benutzen. Das ist geil. Okay. Das ist geil. Das heißt, wir wollen in den Market Insider und jetzt nochmal schauen, gehen wir in Hell's Kitchen? Oder wie sieht das eigentlich in unserem Ding aus? Wir könnten sogar in Gourmet District einen Donutladen machen. Weil hier haben wir 99%. Wir haben in Hell's Kitchen haben wir 100%. Niedrigster Marktpreis 3,78. Aber hier gibt es eh null Unternehmen. Hier gibt es auch null Unternehmen. 3,48. 3,7. Also hier ist irgendwie ein höherer Preis. Komischerweise. Hier ist es wieder niedriger. Da ist auch nicht so viel Nachfrage und es gibt ein Unternehmen. Hier 4, also je. Da sind die Preise ein bisschen anders. Okay, also prinzipiell haben wir eigentlich die Auswahl, also die freie Auswahl. Dann würde ich sagen, mache ich es eher an der Map fest. Wir wollen ein Gebäude zu vermieten. Keine Wohnung, sondern und auch kein Büro, sondern Einzelhandel wollen wir haben. Jetzt ist die Frage, macht das Sinn, Riesencafés zu haben? Also, dass wir eins nehmen. Weiß nicht, was ist hier das Maximum an Personen? Das ist, wenn wir in andere Stadtteile gehen. Jetzt mal 30. Ist 40 schon das Maximum? Ich dachte, da gibt es weitaus größere Läden. Okay. Da ist die Frage, macht das Sinn, so einen fetten Laden zu nehmen mit 285 Quadratmeter? Das ist halt ein Gigant, ne? Also das ist eigentlich viel zu groß, meiner Meinung nach, für ein Café. Und wir können, sogar hier haben wir gut Läden in Reichweite. Der hat 50 Auto, 30. Der hat weniger Auto, auch 30. 40 Auto, 15 nur, 15. Der hatte zwar, der hat hier echt einen guten,
Wäre echt ein guter Auto wert, glaube ich, dafür, dass es das nur 15 sind. Oben haben wir so einen Fastfood-Laden. Was ist mit dem? 39. Was ist mit dem? Aber das ist wieder so ein Riesending, oder? Zu groß. Wie viel kostet der denn, wenn wir den mieten? Tägliche Miete 82. Das ist ja eigentlich nichts. Wann fallen denn diese Kosten an? Jeden Tag? Das ist eine Kost, die man jeden Tag hat, 450. Aber also diese Kosten sind so niedrig, die haben wir auch hier. Obwohl, ist das die gleiche Größe? Ja, das ist auch C2. Das ist A2. Ich glaube, ich nehme den, der ist echt cool. Ich würde sagen, wir kaufen den auch heute oder wir mieten das schon mal heute an. Neues Unternehmen gründen. Wir wollen gründen ein Café. Hier Konkurrenten in der Nachbarschaft? Wie kann das sein? Okay, vier Cafés, aber keiner hat Donuts verkauft oder was soll das? Wie hatte ich denn meinen anderen Laden genannt? Gifts for You und Fast Food Giant. Wie können wir das Café benennen? Café. Olé, nee, keine Ahnung. Kaffee-Ecke. Einfach Kaffee-Ecke, weil das irgendwie so eine Ecke ist und wir verkaufen hier Kaffee und Donuts. Und ich will aber, dass es irgendwas mit Kaffee heißt, also entweder so oder mit K geschrieben. Und nee, ich könnte das auch irgendwie, keine Ahnung, Donut-Gigant nennen oder so, aber dann kann ich später nicht nach den Namen sortieren und ich will sortieren können, was das für eine Art von Unternehmen ist. So, ja, dann kaufen wir schon mal The ein number paar one Möbel, würde ich trusted sagen. name in private banking needs since 1902. Jensen. Aufhören. Aufhören zu zocken. Machen nochmal einen ganz kurzen Powernap. Eine Stunde oder so. Seht ihr gerade? Test, Test. Wieso kann ich hier nicht klicken? Anlaufen. Hä? Hallo? Ah, irgendwie. Warum war das denn hier unten irgendwie über mit der FPS-Anzeige da irgendwie reingehakt? Keine Ahnung. Weird. Wo habe ich denn geparkt? Hallo? Ja, müssen wir mal gucken, was man für so einen Kaffeeladen eigentlich alles braucht. Wir brauchen eine Registrierkasse. Wir wollen verkaufen Donuts. Und die Donuts. Das Produkt kann in folgenden Möbeln platziert werden: Bäckerei, Schaufenster. Und das kriegen wir hier, nur bei dem Laden. Okay, dann fahren wir mal dahin. So krass, dass es hier irgendwie hier fünf Stadtteile, glaube ich, gibt und nur ein Laden verkauft gewisse Produkte. Ich weiß auch gar nicht, ob ich nachher so einen Laden aufmachen kann, der solche Produkte verkauft. Also so Tiefkühltruhen und solche Sachen. So, wir nehmen eine Sackkarre. Wir wollen auf jeden Fall Lagerregale. Zwei Stück. Eigentlich brauchen wir noch eine Registrierkasse. Und einen Schrank mit Türen. Also, nee, ich will da.
Habe ich auch Einkaufskörbe genommen, das wollte ich sowieso nicht. Es gibt auch andere Arten von Kassen. Ich würde diesmal so eine stylischere Kasse nehmen. Und dann stattdessen jetzt sagen, Backwarenregal war das Ding, ne? Wie viel passen denn da rein? Kundenkapazität 20 und der Laden war 40, ne? Gebäudelimit 30 war der? Hatte ich nicht so einen, diesen fetten Laden hier genommen? Der war 40, okay. Ne, dann haben wir doch nur einen mittelgroßen Laden. Ja, dann brauchen wir aber zwei von den Geräten. Okay, damit ist eine Sonnenkasse, wollte ich eigentlich haben. Wir haben zwei Lagerregale, wir haben zweimal was für Donuts. Dann brauchen wir. Ups. Wir wollten ja noch dahin. Kaffee wollte ich noch haben. Kaffee. Kann in folgenden Möbeln die Industrie-Kaffeemaschine. Und die gibt es auch hier drin. Der Vorratsschrank. Okay, dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall Schränke. Schrank mit Schubladen. Einen Schrank mit Türen eigentlich haben. Schrank mit Türen. Wenn ich hier klicke, nimmt er trotzdem die Einkaufskörbe, obwohl ich halt hier drauf gehe. Kann man hier keinen Schrank mit Türen kriegen? Das ist doch doof. Das sind die Industrie-Kaffeemaschine hier. Blind. Kühlschrank. Hier die Dinger. Ah, da. What? 12k. Lol. Wie viel kann die denn machen? 30. Okay, davon brauchen wir nur eine. Bitte gib mir einen normalen Schrank. Aber scheinbar scheint das nicht möglich zu sein. So, was können wir noch im Café verkaufen? Cupcakes und Croissants. Wir nehmen mal Croissants. Bäckerei. Schau, okay, das ist das gleiche Ding, wo auch die Donuts rein können. Das heißt, eigentlich bräuchte ich von den Dingern noch zwei weitere, ne? Und was gab's sonst noch? Croissants, Kaffee, Cup. Achso, ja, da, doch, die gehen alle in die, in diese Bäckereischaufenster rein. Ja, dann brauche ich davon einfach noch mehr. Warte mal. Wieso habe ich ein Backwarenregal gehabt? Monat? Dieses Produkt kann in folgenden Möbeln platziert. Bäckerei. Toll, ah, das ist wieder so ein Übersetzungsding. Hier heißt es Backwarenregal. Und hier auf dieser Seite heißt es Bäckerei Schaufenster. Das ist doch wieder. Ein Backwarenregal kann verwendet werden, um folgende. Wir brauchen das Ding hier. 1, 2. Und Kaffee können wir auch noch Getränkedosen. Die haben wir sowieso schon am Start. Dann würde ich nämlich sagen, wenn die nicht nur Kaffee trinken wollen, nehmen wir auch noch so einen großen Getränkekühlschrank. Mitnehmen. Bei dieser Karre nicht mehr mitnehmen. Aber das ist eigentlich egal. Stellen wir hier hin. Wir haben ja welche im Laden. Bringen wir erstmal den Krempel dahin. Didin. Können wir hinterher auf jeden Fall Personal halt von dem einen Laden wieder abziehen. Das ist ganz gut. Ah, okay. Darf man hier kostenlos davor parken? Mal schauen. Ja, cool. Willkommen in unserem neuen Laden. Mal schauen, ob wir den
ähnlich einrichten wie den alten, beziehungsweise, naja, das wird doch. Ich glaube, die Leute nehmen sich dann einfach die Produkte selber aus diesen Dingern, ne? Heute los? Irgendwie, weiß ich nicht, ob es ein Patch gab oder so. Irgendwie kommt mir das so vor, als würde ich heute komisch klicken können. Die Kaffeemaschine kann man natürlich noch nicht so wirklich aufbauen. Die müssen wir erstmal auf den Boden stellen. Die Dinger, ja, sind eigentlich ganz cool, weil man die halt so quasi gegenüber hinstellen kann. Und ich glaube, hier müssen wir ein bisschen anders vorgehen. Dass wir nämlich, ups, eher die Sachen hier im hinteren Bereich aufstellen und dann aber vor die rausgehen, sozusagen die Kasse machen. Aber wir brauchen ja auch noch irgendwas, irgendeinen Sitzbereich. Ich glaube, den Sitzbereich würde ich mal diesmal hier an den Fenstern machen. Und dann vielleicht die Dinger. Wie viel Platz brauchen die, um davor zu laufen? Wahrscheinlich so, ne? Machen. Da machen wir mal einen mehr, dass da ein bisschen auch noch was aussieht. So, dann müssen wir einmal schauen. Wir haben eine Kaffeemaschine, die kann, erfordert Schrank. Okay, das heißt, die muss wirklich auf dem Schrank aufgestellt werden. Ich wollte aber nach, sowieso nach Ika. Da sind wir auch sehr, sehr nah dran. Denn da gibt es andere Arten von Tischen. Ich will diesmal ein bisschen was anderes machen zur Abwechslung. Eine Strafe, wenn man auf dem Behindertenparkplatz hier parkt. Hier haben wir es dann 19 Uhr und der schließt in 3 St oder noch um 21 Uhr. Genau, ich hatte gedacht, ob wir. Da gab es, glaube ich, noch coolere Tische. Diesen Büroschreibtisch, die kann man, glaube ich, nicht nehmen, ne? Standardtisch. So, an sowas hatte ich hier gedacht. So schöne Dinger, dann haben wir da so 6 Stühle dran. Genau, wir machen das mal. Wir nehmen mal so einen Tisch mit. 6 Stühle und dann haben wir jetzt noch einen Slot frei für einen Schrank mit Türen. Danke. Der ist für die Kaffeemaschine. Kann man auch hier vorne bezahlen oder so rumlaufen? Muss ich denn bezahlen hier? Jetzt nach links oder nach rechts? Nach rechts. Ist hier echt super nah an dem Laden, den ich geholt habe. Ich muss da wahrscheinlich gleich. Das heißt gleich, gleich schaffe ich vielleicht nicht mehr sein. Ich würde jetzt den Speed runterdrehen. Müsste da eigentlich nochmal so ein Set Tische holen. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob man den Café. Ja doch, da braucht man Wohnsitzgelegenheiten. Ne? In dem Spiel hier. Ein Tisch, ein Schrank mit und 2 Stühle. So, den Tisch packen wir mal dahin. Mal schauen, ob wir da können.
Ach so, der muss näher ran. Denn jetzt hier noch einen hinmachen. Den Schrank und Türen, na, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, ob die dann einfach selber an die Maschine gehen oder ob das dann nachher unsere Kassierer machen. Mal schauen. Dann sobald wir die Produkte hier drin haben, können wir sowas wie eine Testeröffnung machen. Und dass ich dann einfach erstmal kurz den ersten Tag für ein paar Stunden arbeite, ganz das alles angucken und dann hinterher davon ableiten, wie wir es machen müssen. So. Ja, wir nehmen diese Karre mit. Ich. Ach gut, wir haben das hier auch als Warnung, sehe ich gerade, mit den Steuern. Das ist perfekt, das ist ein guter Reminder. Einkäufer. Du könntest dich doch eigentlich schon darum kümmern. Ah, guck mal, der würde sogar morgen bestellen, scheinbar. So wie ich das hier verstehe. Nächste Lieferung an Tag 61. Heute ist Tag 60, genau. Und wir würden 4100 zahlen. Das heißt, wir sind gerade über den Mindestbestellwert. Ich war gerade am Überlegen, ob wir nicht einfach jetzt schon hier Donuts mitbestellen. Wir nehmen auch immer keine Ahnung, wie viel da. Wir machen 1000. 1000 Donuts, machen 1000 Cupcakes. Wir wollen die Getränkedose ein bisschen hochschrauben, denn wir haben jetzt noch einen dritten Laden, der die quasi braucht. Und Kaffee. Machen wir mal 1000 Kaffee. So, das müssen wir jetzt noch alles auf das Warenhaus einstellen. Ja, also ich habe sowieso gerade nur Schränke für Donuts und Cupcakes, glaube ich. Es sei denn, wir sehen hier. Warte mal, in welchem Bereich ist das Ding denn jetzt? Hier. Das kann weg. Das ist noch in. Ja, okay, das ist noch in dem ersten Distrikt. Und der erste Distrikt hat Nachfrage. Donuts ist an Platz 1 und dann das nächste wäre. Oh krass, die anderen Sachen sind ja echt niedrig. Cupcakes nur 57%. Okay, dann drei Unternehmen, dann müssen wir die echt. Und Croissants wären noch niedriger. Okay, dann ist es perfekt mit Cupcakes. Dann müssen wir die wahrscheinlich dahingehend so ein bisschen attackieren, dass wir die mit den Cupcakes echt fett unterbieten. Und dann die Kohle aber mit den Donuts reinholen. Okay, dann. Wir müssen das schon von zu Hause machen. Ja. Nicht von zu Hause machen, mal zu Fuß machen. So, ich nehme jetzt einfach. Oh, Alter, bin ich. Banane, ey. Ich nehme jetzt einfach noch einen Tag Zeit, um den Laden so ein bisschen vernünftig einzurichten. Wir müssen eh so ein bisschen chillig angehen. Was können wir machen? Wir können noch mal kurz aufs Laufband. Noch minimal Energie. Probieren noch mal ein bisschen 13 Minuten. Wie viel zieht mich das runter? Ja, also und jetzt einmal rennen bis 7 Uhr morgens. 19k, das ist doch. Ja, hatten wir vorher 21k oder 19? Mehr. Wir haben bis zu Tag 59 nochmal wieder ein bisschen was draufgelegt. Das ist doch gut. Aber wir hatten auch schon mal 19k. So, erstmal was essen. Mal eben. Wo hängt denn das jetzt schon wieder, Leute? Die Frage, was wollen wir noch kaufen? Wir wollten kaufen. Kaffee, eine Registrierkasse. Es gibt doch auch noch so andere Kassen. So, folgendes. Hier gehen in die Map.
und wollen Kaffee suchen und uns mal ein anderes Kaffee angucken. Können wir hier sehen, wie viel Kohle die machen? Schätzter Wert 441.000. Das Ding 8. Hier sieht man, was die verkaufen. Was haben wir noch für Läden? Ist der Redner? Oh, scheiße. Der hier, der sieht ein bisschen größer aus. 30 Mann. Öffnet in einer Stunde. 1,3 Mille. 5 Cups. Okay, pass auf. Der verkauft auch noch eine Sache mehr. Den Laden wollen wir uns mal angucken. Da haben wir theoretisch nochmal direkt daneben einen Laden. Laufen wir aber mal zu Fuß hin. Wir haben eh noch eine Stunde, bis wir da sein müssen. Und dann können wir uns mal gucken, können wir mal schauen, was die so für Kassen haben oder wie die das mit den Kassen geregelt haben. Der hat noch zu. Was ist mit dem hier auf der Ecke? Ach, das ist meiner, lol, bin ich behindert. So, nochmal eben 12 Minuten hier warten. Ich kann auch hier so ein Emote machen. Schüchterner Tanz. Dance for me. Okay, war das jetzt nicht? Moment. Oh, was macht der da? Hallo. Okay, die haben auf jeden Fall die Teile. Okay, die haben die Teile hier. Die sind für das Personal. Da gehen die Leute nicht selber dran. Und die haben hier eine Kombi von den Tischen und runden Tischen. Finde ich auch nicht schlecht. Alles dann in der gleichen Farbe, überall Pflanzen drauf. Und das ist ja eigentlich der gleiche Gebäudetyp, das heißt, die haben hier direkt gegenüber vom Eingang die Kassen. Ja, das gefällt mir. Ich glaube, ich mache das, baue das so ähnlich auf. Wir fahren hier auch eine Kombi zwischen Schränken und Schubladen. Da haben die denn zweimal diese Kaffeemaschine. Eben zwei Registrierkassen. Hier auch nochmal so ein paar Blumen rumstehen. Aber ich brauche ja noch mehr von diesen Geräten, weil ich will ja noch mehr Produkte verkaufen als die. Aber gut, ich weiß schon mal, wie das aussieht. Könnte. Ja. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr Lagerplatz. Und dann brauche ich auf jeden Fall die Schränke. Das heißt, wir wollen eigentlich nach Ika. Ika war ja hier, ne? Ja. Habe ich doch ohne Ziel in der Map hinfinden. Willst du lang links, rechts raus? Hier ist mein Laden und ich muss hier links. Registrierkasse gekauft? Nee, hatte ich nicht. Oh, hat er noch zu oder was? Ja, lol, der macht erst um 10 auf. Na gut, wir haben hier eine Bank. Perfekt. Perfekt. So, ja, eigentlich sind das genau die gleichen Tische. Ich hoffe nur, dass es die Runden auch nochmal so in Schwarz gibt, weil das Umfärben kostet Geld. In Weiß. Schrank mit Türen wollten wir nochmal. Wir brauchen mindestens zwei für zwei Kassen. Nehmen wir drei mit. Gibt es natürlich auch noch Pflanzen mitnehmen, aber wir haben nicht. Warum bestelle ich eigentlich den ganzen Krempel nicht? Das ist echt viel einfacher. Aber so kann man sich zumindest noch mal anschauen. Was sind das hier für Dinger? So, das. Ich dachte, das wären Lagerregale. Die nochmal vorne anfangen.
Es scheint nichts in Schwarz zu geben. Derne Schrankecke. Bringt cool aus. Aber ich kann zumindest die Stühle. Dann nehmen wir nochmal 1, 2, 3, 4 schwarze Stühle und einen runden Tisch, den wir dann halt umfärben müssen. Wo ist der Bezahlmeister? Wenn wir das selber abholen, haben wir noch immerhin was zu tun in dem Game hier, aber ja. Karre, die brauchen wir nicht. Können wir nicht mitnehmen. Soweit ist es jetzt auch nicht. Da kriegen wir was frei. Also nicht gegenüber vom Laden, sondern gegenüber von wo ich komme. Ich hier wohl. Jetzt alle hin, ja. Ein Stuhl. Und der Tisch. Da, warte mal. Hat das, guck mal, Licht her, dachte ich so, warum ist das nicht mehr schwarz? Echt krass, das Licht hier ausmachen kann. Ich glaube, wenn die Stühle dran sind, kann ich auch jetzt den Tisch nehmen. Ja, kann ich. Ah, und dann kann man es auch so schief machen. Genau so wollte ich das nämlich haben. Das dahin. Dann müssen wir jetzt nochmal die Lampe den Dingern hier überlegen. Können ja hier quasi vor dem Kunden so ein bisschen den Kaffee zubereiten. Da mache ich dann noch so ein Eckding hin. Ich nehme jetzt, dachte ich, hier noch Platz. Frage ist, wie füllt man da die Ecke aus, dass das sinnvoll aussieht? War das denn in dem anderen Laden? Jetzt habe ich gar nicht mehr im Kopf. Da müssen wir eigentlich noch mal eben rüber gehen. Ist ja direkt hier nebenan. Habe ich ja echt krank nah meinen Laden aufgemacht. Weiß nicht, ob das irgendeine Rolle spielt, wie wirklich. Ja, das ist okay. Hier ist eine kleine Lücke und dann haben sie da ihren Getränkeding. Ist der Eingang. Aha. Ja, okay. Schauen, wie wir das machen. Wir haben einen etwas größeren Kühlschrank. Vielleicht sollte ich ist nicht so einfach durch. Machen hier an diese Wand drei Stück. Keine Ahnung, stellen wir, hier kann man, kann da nicht langlaufen, das ist schon mal gut. Stellen wir hier irgendwie eine Pflanze rein oder so. Die Lampen. Hier kommt noch so ein Eckding hin. Das ist sowieso ein Nebenprodukt, das kann schön weit weg sein, weil das ist hier, wenn man guckt, Kaffee, gibt es ja diese Hauptprodukte und dann gibt es diese Nebenprodukte und diese Getränkedosen.
werden halt nicht so viel verkauft, von daher kann das ruhig am weitesten von der Entfernung sein. Und dann machen wir hier auf der anderen Seite auch nochmal drei so Dinger hin, würde ich sagen. Um das so ein bisschen abzuschließen. Hier so schön bündig, das passt. Außer das hier passt da nicht. Aber da kann ich sonst auch nochmal verschieben. Merkt, man kann immer noch nicht durchlaufen, das ist gut. Das heißt, da würde immer noch unsere Blume hinpassen. Jetzt aber hiervon noch zwei nehmen, kommt man wahrscheinlich nicht mehr rein. Ja, weiß ich auch noch nicht. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist hier an den Start kommen, müssen in das Warenhaus gehen und dem Fahrer, nee, Quatsch, das muss der Logistikmanager machen. Der Logistikmanager kriegt noch ein weiteres Wort. Ist der nicht genug Skill? Liefert du bist zu zwei Zielorte? Die Anzahl der Standorte, an die der Logistikmanager liefern kann, basiert auf Skill des Logistikmanagers. Anzahl an verfügbaren Fahrzeugen, Slots im Lager, Art der Lieferfahrzeuge. Ja toll, wodurch sind wir denn jetzt hier geblockt? Oder muss ich tatsächlich den Giftshop rausnehmen? Den Kaffeeladen reinnehmen? Warum Gegenstand in Gebrauch? Ich nicht, was das bedeuten soll. Weil wir schon die Kaffeemaschine haben, aber wahrscheinlich Dinger sind noch undefiniert. So, Donuts waren ja am meisten gefragt. Obwohl, ja ne, wir machen da Donut. Hier machen wir Cupcake, dann machen wir hier nochmal Donut und hier nochmal Cupcake. So, und jetzt müsste der Typ hier auch. Ja, diese blauen Dinge haben. Wir haben leider noch keinen Lagerbestand, aber wir hatten, glaube ich, 1000 bestellt, ne? Von allem. Knallen erstmal überall 1000 rein. Jo. So. Das heißt, wir brauchen nochmal Pflanzen. Wir brauchen so ein rundes Ding. Wir brauchen Pflanzen für die Tische. Also wir müssen auf jeden Fall nochmal nach IK. Ich sag mal so, wenn ich das jetzt alles direkt über den Katalog bestellt hätte und mir hätte liefern lassen, dann hätte ich glaube ich noch nicht so die Vorstellung, was ich haben will. Von daher, ja, ist gar nicht so böse darum, dass wir jetzt irgendwie den Krempel hier alles in der Hand holen. Wäre natürlich geil, wenn wir irgendwie ein etwas größeres Fahrzeug hätten. Aber das geht schon klar. Diese Geräte möchte ich. Drei Stück von haben. Beziehungsweise kann auch eine Schreibtischpflanze nehmen, dass ich die auf den runden Tisch stelle, weil das Ding rund ist. Dann haben wir eine für den eckigen Tisch und eine vorne für den Kassenbereich. So, und jetzt nochmal die Frage, was nehmen wir für Pflanzen? So eine riesengroße, die hat irgendwie so komische Blätter, aber ich glaube, es gibt nur die, oder gibt es noch was anderes? Nicht. So, noch mal eine Runde drehen. Ding, das kann ich glaube ich gar nicht hier kaufen. Okay, wir nehmen mal die. Ich hoffe, die passt da so in diese Lücke rein. Dann, also ich wollte noch so einen Eckschrank haben, ne? In die Küche, wo ich immer einkaufen wollte. Schrank Ende links. Ende rechts. Was? Achso, weil die hier blau sind, oder? Also weil die so eine Ding da haben, oder was? Wir brauchen auf jeden Fall Eckschrank.
Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Will ich noch andere Pflanzen oder so haben? Musik, Musik. Oh, Musik. Hier nur so Kammermusik oder was? Ja. Gibt es denn für Musikgeräte? Sieht man das irgendwie hier? Kunde, ne, hier. Sieht man das nicht drin? Wer stand das unter allgemein Zufriedenheit? Ne, das ist meine Zufriedenheit. Kundenzufriedenheit. Musikoptionen. So, das ist das fetteste Ding, was es gibt. Toll, das kann ich nicht kaufen. Zufriedenheit, Musikoptionen. Klasse Lautsprecher Big. Gibt's hier nicht. Was gibt's denn hier in dem Laden? Diese Babyl? Scheiße. Ich stehe nur auf dem Boden. Ich will eigentlich die Dinger haben, die du an der Wand hängen kannst. Ich weiß nicht, ob es die hier gibt. Auch nicht so PC-Lautsprecher. Ich glaube, die gibt es nur in einem anderen Laden. Wer ist mit Bildern? Gibt es da vielleicht noch was Geileres? Bilder, nee. Auch was Großes. Sieht das aus? Das mal mit. Ey, die sind cool. Chill, calm, relax. Und die. Wir haben drei Slots haben wir frei. Chill, calm, relax. Oh, und das Ding ist geil. Das Ding will ich haben. Jawohl. Wo war denn diese Wand? Diese Wand finde ich auch geil. Schon wieder eine Stunde in der Folge. Brauche ich jetzt zu lange aufzeichnen und am Ende ist irgendwas wieder mit dem Sound nicht richtig. Würde ich sagen, wir bringen den Kram noch eben in den Laden. Wirklich nochmal, warum wir noch keine Produkte im Lager haben. Aber ich glaube, das habe ich erst heute eingestellt, oder? Ja, doch. Überhaupt jetzt in der noch mal legal. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich weit genug drin war. So, wir gucken mal, ob die Pflanzen jetzt hier in die Ecke passen und dann mache ich gleich aber die Folge dicht. Eckschrank brauchen wir. Wir brauchen die Pflanze. Eckschrank. Quadratische Pflanze, ist das diese kleine? Ne, das ist die, okay. Oh, ja. Drehen. Bei platzieren, na, das gefällt mir, das ist cool. Dann die Runde, die kommt da hinten hin. Hallo. Hier auf dahin. So, und jetzt haben wir noch eine Pflanze und drei Bilder. Die Pflanze darf hier auf die Ecke. Warte mal. Können wir die? Ah, die können wir so drehen, geil. Die Bilder lese ich noch gar nicht.
Hängt auch so ein bisschen davon ab, was wir für Wände nehmen, ne? Wir haben hier hinten eigentlich ganz, sonst gar nichts. Machen die mal hier hin. Sehen jetzt irgendwie noch richtig scheiße, glaube ich, aus. Wenn wir da noch so eine kahle Wand haben, sozusagen. Aber na, in dem Kehrladen sahen die eigentlich ganz cool aus. Von daher würde ich sagen, das wird schon. So. Ja, dann würde ich sagen, war es das erstmal mit der Folge. Ich hoffe, der Sound passt. Gebt gerne Feedback dazu. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir das Café eröffnen. Macht es gut, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.